Und am Wort ist Rudolf Silvan, SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause. Es ist eine Freude zu sehen, dass auf der Regierungsbank diesmal Menschen Platz genommen haben, die sich wirklich für die Interessen, für die Bedürfnisse der Bevölkerung interessieren. Herzlichen Dank für die Arbeit der Volksanwaltschaft. Herzlichen Dank für diesen Sonderbericht. Meine Kollegin Grünberg hat sich schon einige Dinge ausgeführt. Es gibt in Österreich über 20.000 Frauen und Männer, die täglich zur Arbeit gehen, die täglich 8 Stunden Arbeit verrichten oder mehr, die wöchentlich 40 Stunden Arbeit verrichten oder mehr und die das jahrzehntelang machen und trotzdem keinen Lohn bekommen, trotzdem keinen Urlaubszuschuss bekommen, trotzdem kein Weihnachtsgeld bekommen und sozialversicherungsrechtlich nicht abgesichert sind, also auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und auch keinen Anspruch nach lebenslanger Arbeit auf eine Pension haben. Es sind Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen haben in Österreich zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits dazu verdammt zu sein, zu Hause zu sitzen und zum Nichts zu verdammt zu sein und auf der anderen Seite in eine Behindertenwerkstätte Beschäftigung zu finden mit einem Taschengeld von 5 Euro pro Monat bis maximal 100 Euro pro Monat. Das ist eher die Ausnahme und im Monat beschäftigt sind. Damit ist ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich. Aus Sicht der Sozialdemokratie sind diese Lebensumstände im 21. Jahrhundert in Österreich nicht länger zu akzeptieren. Es sind vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Betroffenen den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt verwehren. Denn diese Menschen wollen und können mehr leisten. Die Arbeitslosenquote in diesem Bereich ist von 2007 bis 2017 um 139% gestiegen. Aktuell haben wir in diesem Bereich 97.757 Menschen mit Behinderung, die arbeitssuchend sind. Das sind um 15.000 mehr als noch Februar 2020. Und ich sage es da ganz ehrlich, auch wenn es man heute schon ein paar Mal gehört haben, anstatt dass sich der Bundeskanzler an der Justiz abarbeitet, sollte er für diese Menschen sorgen und sollte er sich für diese Menschen einsetzen. Deswegen bringen wir einen Entschließungsantrag ein. Die Abgeordneten Rudolf Silvan, Magister Christian Rager, Fiona Fiedler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend die Realität von Menschen mit Behinderungen. Entschließungsantrag. Die Bundesregierung wird aufgefordert, erstens die Umsetzung von Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, diese normiert, dass alle Menschen das Recht haben, in einem richtigen Arbeitsverhältnis zu arbeiten und damit ihr Lebensunterhalt bestreiten zu können, voranzutreiben und dem Nationalrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, mit der dieses Recht auch national in Artikel 7 Bundesverfassungsgesetz, im Paragraph 7 Behindertengleichstellungsgesetz und im Paragraph 1 Bundesbehindertengesetz umgesetzt wird, sowie mit den Ländern in Verhandlungen einzutreten, um dies auch in den Zielsetzungen der Behindertengesetze der Länder zu realisieren. Die Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang ebenso aufgefordert, dazu rasch die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die notwendigen gesetzlichen Initiativen dem Nationalrat vorzulegen, zum Beispiel im Fall der Figur der Arbeitsunfähigkeit im Sozialrecht Einbau der Legalvermutung, dass alle Behinderten bis zum Nachweis des Gegenteils als arbeitsfähig gelten, Schaffung eines erweiterten, durchlässigen Arbeitsmarktes für Menschen mit Behinderung, Zugang zu Leistungsangeboten für alle Menschen mit Behinderung zu den Leistungen des Sozialministeriumsservice sowie des Ausgleichstaxfonds, Zugang zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in inklusiven Betrieben im Rahmen des Arbeitsrechts auf Grundlage einer kollektivvertraglichen Entlohnung. Dankeschön. So, Rudolf Silvan von der SPÖ.